Hallo und willkommen zurück bei Aquadicted, dem Aquaristikkanal. Und das ist der zweite Teil unseres Videos, was wir ja heute am selben Tag machen. Das bekommt ihr aber natürlich erst etwas später zu sehen. Und heute ist es soweit, heute wird unser Dutch Style Tank bepflanzt. Und der ganze Bepflanzungsvorgang selbst, den werden wir euch jetzt natürlich nicht in Originalgeschwindigkeit zeigen. Dann seid ihr alle eingeschlafen, bis ich fertig bin. Wir machen das als Timelapse. Und bevor es losgeht, erkläre ich jetzt nochmal ganz kurz und knapp, wie ich das mache und was wohin kommt. Zuallererst, Aquasol liegt hier, also der Tropicasol, den füllen wir jetzt gleich ein. Und dann werde ich das Becken zur Hälfte befüllen. Ich pflanze grundsätzlich immer, wenn das Becken halb voll ist. Ich weiß, die Dry Start Methode wird extrem gehypt oder überhaupt trocken gepflanzen. Ich finde das jetzt ziemlich unpraktisch, weil zum einen ist die Optik doch eine andere. Also ich kann das leere Becken anschauen und ich kann auch das Becken, wenn es voll ist, anschauen und es wirkt immer alles weiter vorne. Und ich möchte gerne das echte Ergebnis gleich sehen und deswegen wird das Becken auch bepflanzt, wenn Wasser drin ist. Und ich muss nicht permanent die Pflanzen einsprühen, weil ich Angst haben muss, die würden mir vertrocknen während des Prozesses, denn das dauert hier eine ganze Zeit. Eine andere Sache, die mir sehr am Herzen liegt, also es gibt immer noch sehr viele Unklarheiten zum Thema Pflanzen, also welche Pflanzen wie gepflanzt werden. Und auch da möchten wir auch nochmal ein ausführliches Video machen. Falls ihr nochmal ein paar Grundskills sehen wollt, verlinken wir euch jetzt gleich unsere Einrichtungsserie oder das eine Video der Einrichtungsserie hier oben rechts oder links. Da könnt ihr nochmal schauen, wie Stängelpflanzen zum Beispiel oder Rosettenpflanzen richtig vorbereitet werden. Das erkläre ich jetzt hier nicht nochmal explizit. Ich werde nur kurze Kopfstecklinge nehmen, also höchstens 2-3 cm. Denn viele Pflanzen sind jetzt zwar, ja, du wolltest was sagen? Nein. Du wolltest nicht sagen, okay, du sahst jetzt so aus. Viele Pflanzen, die aus Immerserkultur kommen, also aus dem Gewächshaus, die verändern sowieso noch ihre Optik. Und ich sehe keinen Sinn darin, einen 10 cm langen Stängel zu pflanzen, der dann ab dem 11. cm völlig anders weiter wächst. Da wir gleich das fertige Ergebnis wollen, nehmen wir bei Immersenpflanzen immer die kurzen Kopfstecklinge oder auch bei In-Vitros. Wo hast du denn die Pflanzen jetzt her? Du nimmst jetzt einen Teil der Pflanzen aus dem kleinen Dutch-Style-Tank. Genau. Und jetzt Holland-Aquarium. Ja, Anglizismen vermeiden. Anglizismen wollen wir vermeiden. Genau. Da haben wir schon mal Lob gekriegt, dass wir das nicht so häufig machen. Da werden wir das schon beibehalten. Genau. Aber jetzt sind da Pflanzen drin. Viele haben ja schon einfach nur, weil sie im Hintergrund das Becken gesehen haben, diese, was ist das, Ludwiga White. Ja. Genau. Mega gefeiert. Wo hast du denn diese ganzen Pflanzen her? Ja. Denn die gibt es nicht von Dernale Tropica und Co. Oder? Genau. Also wir beziehen unsere Wasserpflanzen, wie ihr ja auch im Laden, von, du hast es gerade gesagt, Tropica, Dernale und Aquaflora aus Holland. Die haben schon eine ziemlich ähnliche, aber doch unterschiedliche Auswahl. Und ich wollte aber hier auch noch ein paar Highlights haben. Und wie gesagt, mit dem Marian war ich jetzt auch in Kontakt. Der hat mir auch angeboten, mir ein paar Pflanzen zu schicken. Ich habe mir aber verschiedene Quellen gesucht. Also der Großteil kommt schon von den normalen Mainstream-Gärtnereien. Ich erkläre euch jetzt auch gleich, was ich hier reinpflanze. Ich habe mir aber auch ein paar Pflanzen von privat besorgt. Und ja, da muss ich einfach sagen, auch ich im Zoohandel habe keine Bezugsquellen dafür. Eine Ludwigia Vietnam Mini zum Beispiel oder eine Tonina Fluviatilis sind auch für mich schwierig zu bekommen, aber ich wollte diese Pflanzen. Und die habe ich dann zum Teil über eine private Gärtnerei mir besorgt. Ich habe aber auch über Privatleute, wie gesagt via Facebook, Kontakte aufgebaut. Und auch gerade bei den Eriocaulons und diese ganzen verrückten Raritäten, die dann in das jetzige Holland-Aquarium reinkommen, ist es auch für mich echt schwer, an diese Sachen ranzukommen. Und ich finde die aber persönlich cool. Also ich lebe dieses Hobby auch. Und das ist nicht handelsrelevant. Also Ludwigia White habe ich jetzt auch im Verkauf in geringer Menge. Aber du sagst es schon, das sind so Sachen, die sieht man nicht überall. Ich möchte hier aber auch mit diesem Aquarium hier zeigen, was eben das Düngeprogramm kann, was die Lampe kann. Und natürlich ginge das auch mit Rotella rotundifolia, Rotella Green und diesen Standardpflanzen und da haben wir schöne und hier kommen auch viele rein. Ich will aber ein paar Eyecatcher haben und ja, jetzt stehen wir einmal hier und du hast die Kamera in der Hand. Ich würde sagen, ich moderiere jetzt mal ganz kurz, wir wechseln mal die Seite, was jetzt hier eigentlich hinkommt, denn ich habe hier nur Abkürzungen aufgeschrieben. Also hier vorne links, BJ steht für Blyxa japonica. Ihr werdet dann am Ende sehen, dass die Pflanzen sich alle sehr, sehr krass unterscheiden, also von den Farben, von den Formen. Es muss ein Kontrast bilden. Dahinter haben wir Microsorum umbrosum. Dahinter Ludwigia aquata. Bacopa colorata. Rotella nanjenshan, das ist eine Pflanze, die ich persönlich sehr liebe und auch schon viele, viele Jahre nicht mehr verwendet habe. Einfach mega cool. Hier kommt die Ludwigia White rein, über die wir gerade gesprochen haben.
haben hier vorne etwas Hemianthus Monte Carlo. Dann haben wir Proserpinaca palustris, auch eine mega coole Pflanze. Rotella colorata. Das ist was ganz Sensibles. Also hier habe ich mir was überlegt, was jetzt auch schon im Kleinhollandbecken steht. Das ist eine Pflanze, die für mich bis heute als eine der schwerst zu pflegendsten Aquarienpflanzen gilt, weil sie einfach ziemlich zickig ist. Und zwar kommt da rein Amania pedicillata golden. Also es gibt die normale Amania pedicillata und die golden ist halt eine gelbe Zuchtform davon. Eine wunderschöne Pflanze, kommt aus Afrika. Es gibt noch eine andere Amania-Art, die ist bekannt als Cognac-Pflanze. Wenn du sagst, das ist nicht handelsrelevant, die sind ja sehr extrem. Ja, ja. Warum gibt es dafür eine Zuchtform? Das ist doch verrückt. Ja, keine Ahnung, weil es irgendwer geschafft hat, aus dieser an sich schon schönen Pflanzen noch was Cooleres zu machen. Ja. Und die ist ja im Meer auch sehr gut haltbar. Und das Problem ist die Submersehaltung. Hast du hier Licht eigentlich? Ja, perfekt. Okay, passt, sehr schön. Ja, im Meer ist das alles gar kein Ding, aber wenn man die Pflanzen dann submers hält, dann müssen die natürlich mit den Nährstoffen über die Wassersäule klarkommen und auch mit den CO2-Bedingungen. Und da geht dann schon der Anspruch los. Also die Pedicillata Golden, ich habe sie drüben drin, du kannst ja gleich, wenn du möchtest, nochmal reinfilmen. Ich versuche mal, wenn wir sie vielleicht alle nochmal irgendwie abgefilmt kriegen, dass ich sie auch einblende, wenn du mit dem Finger auf den Kreis zeigst. Das wäre eine coole Idee. Das hin. Genau, genau. Spätestens, wenn es dann gewachsen ist, aber bis dahin muss ja das Video schon online sein. ja, es sind viele Pflanzen sind ja jetzt schon da, aber ich will auch hier bei mir persönlich an mein eigenes Level gehen. Ich will einfach gucken, was kriege ich hier gehalten und ja, manchmal funktioniert auch was nicht. Also ich sage jetzt auch dazu, das ist hier nicht in Stein gemeißelt. Das, was ich hier reinbaue, kann funktionieren, aber es muss nicht jede Pflanze an jeder Stelle gleich gut wachsen. Aber wir machen mal weiter. Also Amania pedicillata golden, das wird so eine große Herausforderung. So, dann haben wir Ludwigia, nee, nicht Ludwigia, Limnophila Vietnam Mini, hatte ich auch noch nie, Premiere. Rotella macrandra. Hatten wir die schon? Ja, Rotella colorata. Porgostemon helferi. Dann Rotella green. Tonina fluviatilis, auch eine echt besondere Pflanze, also wirklich ein Juwel. Rotella orange juice. Alternatera reinecki mini. Da kommt rein Ludwigia, nee, schon wieder nicht Ludwigia, Limnophila aromatica mini und Pogostemon erectus, ganz besonders bedacht hinten rechts, weil die Pflanze rastet aus, die wächst einfach so brutal schnell. Ich finde sie schön, aber mittlerweile hasse ich sie. Also ich die macht viel Arbeit. Ich liebe die Pflanze, aber die ist also unter den richtigen Bedingungen. Die eskaliert, wirklich. Ja. Also die wird so groß und auch so ausladend, das merkt man dann immer erst, wenn man von oben drauf schaut. Von vorne guckst du ins Becken und denkst, ja, das passt irgendwie, jede Pflanze hat ihren Platz. Aber die ist in der Wahnsinnskonkurrenz. Und wenn die in der Mitte steht, blockiert die halt auch den Wasserstrom und das CO2. Deswegen muss die ins Trotz-Action nach hinten rechts und dann passt das auch. Und hier vorne haben wir noch ein kleines Stück Glossostigma elantinoides. Also das ist so die klassische, der absolute Amalo-Klassiker, den er auch früher selber verwendet hat. Und ich habe mir das Ganze ja nochmal abgemalt, denn wenn jetzt hier gleich Soll drin ist, sehe ich ja nicht mehr, was wohin kommt. So, jetzt birg jetzt mal die Laienfragen vor. Das ist jetzt auch nicht negativ gemeint. Das hast du hier mit Edding reingemalt. Ja. Und wir machen das jetzt nicht weg, sondern wir kippen einfach das Soll drauf. Ja, ist halt so. Passiert nichts. Ne? Nein, passiert nichts. Genau. Ist halt so. Konzentration, also die Wassermasse ist so groß, dass ich das nicht anreiße. Da sind auch keine Fische drin, selbst wenn. Passiert nichts. Passiert nichts. Wenn ihr einen Kleber nehmt und euer Moos unter Wasser anklebt, was ihr nicht tun sollt, das wird schön aufgebunden, oldschool, dann ist da mehr Chemie drin als bei diesen 5 Nanogramm Edding. So, und jetzt haben wir den Filter im letzten Teil erwähnt. Was mir aber aufgefallen ist, was hast du denn da im Filtermedium drin? Sehr gute Frage. Das habe ich nämlich, glaube ich, im letzten Teil gar nicht erwähnt. Nein. Der Eheim-Filter ist original ausgestattet mit so Kunststoffrollen als Vorfilter. Dann ist da ein Haufen Biofiltermaterial drin und es ist ein Vlies und ein Schwamm. Sind doch ein Glas, also genau. Ja. Ein Schwamm und ein Filtervlies. So, und jetzt habe ich aber in diesem Aquarium ein Luxusproblem. Ich möchte Nitrat nicht rausfiltern. Denn in diesem Aquarium, es werden Fische schwimmen, aber es kommen nicht viele rein. Und die Fische produzieren hier nicht viel Nitrat und Phosphat. Und Nitrat wird ja auch denitrifiziert von Bakterien, also quasi wieder zum Stickstoff abgebaut. Und ich möchte genau das nicht haben, weil wir schütten ja Nitrat in einer gewissen Form auch
mit dem Dünger ins Aquarium. Genau. Und wenn ich jetzt eine super krasse Biologie habe, also ist es eigentlich total lustig. Es kommen so viele Leute hier in den Laden, die wahnsinnig hohe Nitratwerte haben, Probleme mit Algen, was nicht unbedingt immer miteinander zusammenhängt. Und die kaufen sich dann Nitratfilter, Ionenaustauscher, Harze etc. Und ich schmeiße alles Biofiltermaterial aus dem Filter heraus, damit ich eben keinen Nitratabbau habe. Also er soll nur nitrifizieren, also Ammonium zu Nitrit und Nitrit zu Nitrat soll abgebaut werden und das funktioniert. Und ja, wie habe ich das gemacht? Ich habe einfach den Filter komplett vollgestopft mit Schwämmen. Und den muss ich wahrscheinlich nie sauber machen. Also vielleicht mal den Vorfilter, aber den Rest nie. Denn ja, da ist nichts, was blockiert und das funktioniert so ganz gut. Super, dann alle Fragen beantwortet? Ich denke, ach so, nee, eine Sache noch, und zwar Pflanzenmasse. Ihr lest und hört das immer wieder auch in YouTube-Videos. Fangt mit viel Pflanzenmasse an, packt viel rein. Ja und nein. Und jetzt möchte ich mal mit einem Vorurteil aufräumen. Pflanzenmasse heißt nicht unbedingt, dass ihr 500 Töpfe hier reinhauen müsst. Ihr könnt bei einem Stängel beispielsweise den Kopf nehmen und unter diesen Bedingungen hier selbst das unterste Stück, also das Mittelstück und das unterste Stück, daneben stecken und es wird austreiben. Und ich werde bei einigen Pflanzen hier die Pflanzenmenge erhöhen, indem ich zum Beispiel jetzt am Anfang nehme, was ich habe. Ich stecke meine Stängel rein, zum Beispiel auf diese Fläche 6 Stück. Und wenn die groß geworden sind oder zu groß und ich mache meinen ersten Schnitt, dann schneide ich den Kopf ab und setze den daneben und lasse das unterste Stück austreiben. Und so kann ich innerhalb von kürzester Zeit aus einer geringen Menge eine ziemlich große machen. Und ein gutes Beispiel ist die Ludwigia aquata, die jetzt hier hinten links reinkommt. Die habe ich von Aquaflora bestellt Anfang Dezember für mein kleines Becken. Und ich habe die Menge bis zum heutigen Tag gefühlt ver-500-facht. Also es ist ja ein Klon im Prinzip. Also jeder Stängel teilt sich und teilt sich nochmal und teilt sich nochmal. Und wenn die Pflanze in einem Nährmedium steht, was perfekt ist, also die hat Licht, die hat Bodengrund, die hat Flüssigdünger, die hat CO2, dann macht die eins, die wird wachsen und wachsen und wachsen und wachsen. Manche Pflanzen mehr, manche Pflanzen weniger. Schnell, aber wachsen tun sie alle und deswegen vermehren die sich alle wie Sau. Und ich habe natürlich noch einen anderen Vorteil hier im Laden. Von bestimmten Arten, die ich eben nicht in großer Menge habe, könnte ich dann aus diesem Becken regelmäßig mal nachzuchten oder Triebe abgeben. Kannst du mir was abgeben quasi. Genau. Ja, das ist das, was wir den Kunden auch immer sagen. Wenn jetzt das Portemonnaie klein ist und es ist halt nur ein 54 Liter Becken und in der Literatur steht, ohne CO2 50% des Beckens sollten bepflanzt sein, mit CO2 80%. Und ihr habt jetzt nicht die Kohle vielleicht für 100 Euro euch Pflanzen zu kaufen, dann kann man auch erstmal ein, zwei schnell wachsende Stängelpflanzen nehmen, die quasi auf die Pflanzenmasse, die wächst ja schnell, man kann sie teilen und man kann im Laufe des Betriebes des Aquariums immer wieder ein bisschen Stängel rausnehmen und eine andere Pflanze mal reinsetzen. Aber fangt mit den schnell wachsenden Pflanzen an, genau. Denn ich sehe das immer wieder, da werden hier Aquascapes eingerichtet und dann heißt es, wir nehmen jetzt 10 Töpfe Buzo Philandra, 5 Töpfe Anubias, das kostet echt Kohle. Ja. Ich weiß das auch und du weißt das auch. Und man muss das nicht machen. Und das Budget, was wir hier reinstecken, natürlich ist es was anderes. Also jemand, der nur einen schmalen Taler in der Tasche hat, der wird hier nicht so eine Aktion fahren. Aber es muss ja auch nicht sein. Dann stellt euch ein kleines Becken auf. Und mit einem Topf Rotella Green oder Rotella Macrandra, da ist so viel drin in dem In-Vitro. Das geht sowas von vorwärts. Ihr müsst euch da keinen Kopf machen. Und ihr werdet ja sehen, was ich in den nächsten Wochen hier in diesem Becken produziere. Ja, aber ich glaube, jetzt machen wir einfach erstmal, oder? Genug gelabert, jetzt wird genau. Jetzt kommt Zoll rein und jetzt wird gepflanzt und ja, wie gesagt, ihr seht dann eine Timelapse. Vielleicht, wenn ich dann Lust habe, erzähle ich zum Schluss nochmal 5 Worte und ja. Ich gebe jetzt Gas. Ich baue jetzt erstmal Stativ und Technik auf. Genau. Und dann geht's los. Ahoi. Thank you.
Das hat lange gedauert. Ist das so? Ja. Aber es hat sich auch gelohnt. Okay. Ich glaube, das haben sie alle schon gesehen im Zeitraffer und ich habe ja ein paar Bilder zwischendurch gemacht. Ich habe bis auf eine Pflanzengruppe nichts geändert. Also meine Idee im Kopf, die hat dann auch so funktioniert. Also platztechnisch ist alles so aufgegangen, wie ich es mir überlegt habe. Das Einzige, was ich geändert habe, ist zweimal eine Position. Aber ansonsten würde ich sagen, ist das, was ich mir im Vorfeld überlegt habe, Kontraste, Farben, Form, schon ziemlich gut aufgegangen. Also ich lasse es gerade voll, das Becken. Hau dann nachher den Filter noch dran und dann würde ich sagen, kann es losgehen mit Wachsen. Wollen wir mal schauen? Du musst jetzt eine Pornansage machen. 3, 2, 1, viel Spaß oder irgendwas cool, ein cooler Move kommt. Das ist jetzt der ultimative Late Night, spontan, Fresh Setup Porn, den es überhaupt gibt auf der ganzen weiten Welt. Auf geht's. Thank you.